bin ein bisschen anders bereit. Da kann ich loslegen. Hi, David. Hey, Dani. Danke für deine Hilfe. Wir brauchen echt jede Unterstützung. Selbstverständlich. Beide Einheit hat Stellung bezogen. Warten auf weitere Anweisungen. Ja, mit. Hi, Jürgen. Hi, Dani. Hi, Jungs. Pass mal auf, ich spiele dir eine Nachricht vor, damit du weißt, worum es geht. Einen wunderschönen guten Tag. Hier spricht ein alter Bekannter von Kommissarin Daniela Stamm. Ich habe ein Rätsel für die kluge Dani. Es lautet, wo ist die Bombe versteckt? Den ersten Hinweis findet sie am alten Wasserturm. Zeit läuft. Tick. Tack. Ich zerbreche mir das Hirn, wenn das sein könnte. Ich komme einfach nicht drauf. Und ich verstehe auch nicht, warum er ausgerechnet mich hierher beordert. Ich meine, er möchte Aufsehen erregen, die ganze Stadt aufscheuchen. Für mich leider der Typ absoluter Größenwahn. Gut möglich. Ihr seid einsatzbereit? Ja, wir sind einsatzklar. Die Funkzelle, aus der der Notruf herkam, die wurde auch schon geortet und ein Teil meines Teams ist auf dem Weg dahin. Sehr gut. Auf geht's. Auf geht's. Hinweis gefunden, Umgebung sichern. Ich glaube, ich hab was. Dani kommt wieder ums Eck. Ja, verstanden. Ich komm rum. Dani, beeil dich mal. Schau dir das mal an. Wo kommt denn das Bild von mir her? Scheint ein Rätsel zu sein. Der meint es wohl ernst. Überraschung für Dani. Spiel mit mir, das rate ich dir. Jetzt fühlst du dich geneckt, zu gut ist die Bombe versteckt. Kapierst du das? Hier ist noch ein Zettel. Scheiße, was ist denn? Wie viele Streichhölzer müssen mindestens bewegt werden, damit die Rechnung stimmt? Finde die richtige Antwort, sonst fliegt die Bombe in die Luft. Und zwar schnell. Wenn dein Handy klingelt, muss es gelöst sein. Tick, tack, tick, tack. Scheiße, sag mal, römisch 11. Plus römisch 1 ist römisch 10. Das heißt auch, wenn ich jetzt quasi von der römisch 11 die römisch 1 wegnehme und pack's auf die andere Seite, dann hätte ich doch quasi römisch 10 plus römisch 1 ist römisch 11, oder nicht? Stimmt. Aber das geht vielleicht dann auch irgendwie einfacher. Vielleicht ohne, dass man auch nur ein Streichholz verschieben muss. Was ist denn, wenn man es zum Beispiel gegen Sli... Meinst du, das ist er? Irgendwie, Mann. Tine. Hi, Tine. Du, ist gerade ganz schlecht. Ich bin hier mitten in der... Hi, Dani. Schön, deine Stimme zu hören nach so langer Zeit. Wer ist da? Wo ist Tine? Immer mit der Ruhe. Eins nach dem anderen. Hast du das Rätsel gelöst? Wo ist Tine? Die Person am Draht. Du hast wohl nicht kapiert, wie das hier läuft, hä? Ich mach die Ansagen. Okay, okay, jetzt mal ganz langsam, ja? Also, es sind... Was ist jetzt? Soll ich die Bombe hochjagen, oder was? Moment! Es sind null Streichhölzer. Null Streichhölzer. Man muss es entweder gegens Licht halten oder umdrehen. Dass du schön bist, wusste ich ja. Aber dass du auch so klug bist, naja, war ja auch ein bisschen einfach für den Anfang. Für den Anfang? Was soll das denn heißen? Wo ist Tine? Tinchen sitzt hier neben dir und tickt. Finde die Bombe, Dani. Dann findest du Tine. Tick. Ich will jetzt wissen, wo Tine ist. Tick. Tack. Tick. Auf dem Rätsel stand, es gibt einen Hinweis. Wo ist sie? Dani! Bitte hilf mir, Dani! Ich melde mich. Aufgelegt. Scheiße. Der hat meine Freundin Tine. Hi, hier ist die Mailbox von Tine Töpner. Mailbox, das Handy ist aus. Warum ausgerechnet Sie? Ich weiß auch nicht, der muss mich beobachtet haben. Ich habe in den letzten Tagen viel Zeit mit Tine verbracht. Ihre Mutter ist gestorben. Ich war oft bei ihr. Scheiße. Komm, lass mal ins KL fahren. Wenn der Typ nochmal anruft, dann sind wir wenigstens da, Jungs. Wir fahren jetzt einen ganz großen Bahnhof. Verhandlungsgruppe, sag ich Bescheid.
Kollegen von der Verhandlungsgruppe haben sich schon mal eingerichtet. Das ist Ivo von der IT. Hi. Dani. Eine Streife hat sie jetzt vor dem Haus positioniert. Oh, sehr gut. Ich habe gerade noch mit meinem Mann telefoniert. Dann sind die wenigstens in Sicherheit. Mann, wer ist der Wahnsinnige? Da ruft er wieder an. Sind alle soweit? Ich stelle auf laut. Ja. Stamm hier, hallo. Hallo Dani, das Spiel geht weiter. Wenn du bis 13 Uhr nicht alle Rätsel gelöst hast, dann fliegt die Bombe in die Luft. Verstanden? Hör auf mit deinen Spielchen, wo ist die Bombe? Erst kommt noch ein Rätsel, also alle gut zuhören. Denn ich sag's nur einmal, wer oder was bin ich? Wer mich macht, der erzählt es niemandem. Wer mich nimmt, der erkennt mich nicht. Wer mich erkennt, möchte mich nicht. Wer mich sucht, wird mich vernichten. Und doch sehe ich aus wie viele andere auch. Viel Spaß. Wenn ich in einer Minute wieder anrufe, würde ich die Lösung hören. Aufgelegt. Hast du ihn? Nein, der Anruf war verschlüsselt. Mist. Aber ich habe noch ein paar andere Sachen in petto, die uns vielleicht weiterhelfen. Ja, aber wir müssen das Rätsel jetzt lösen. Also, was könnte es sein? Irgendwas Verbotenes vielleicht? Man erkennt es nicht. Also, vielleicht irgendwas Getarntes, was Unsichtbares, was Falsches? Und warum vernichten? Es muss auf jeden Fall viel davon geben. Wer mich erkennt, der möchte mich nicht. Das habe ich schon mal gehört. Na klar, das ist Falschgeld. Falschgeld, Leute. Warte mal. Wer mich macht, der erzählt es niemandem. Wer mich nimmt, der erkennt mich nicht. Wer mich erkennt, möchte mich nicht. Wer mich sucht, wird mich vernichten. Und doch sehe ich aus wie viele andere auch. Ja klar, du hast recht, das ist Falschgeld. Wir haben's. Ich höre. Es war nicht einfach. Da hast du dir was Raffiniertes ausgedacht. Hey, keine Zeit schinden. Die Antwort bitte. Es ist Falschgeld. Richtig. Und zur Belohnung bekommst du ein kleines Video von Tienchen. Viel Spaß. Moment, ich spiele das direkt rüber. Oh Gott, Tine. Schatz. Mir geht es gut, solange du mitspielst. Er kann die Bombe von überall und jederzeit zünden. Tu, was er sagt, sonst geht die Bombe hoch. Tick-Tack. Tick-Tack. Dani, ich weiß, man kann kaum etwas erkennen von dem Typen, ja, aber vielleicht eine Bewegung oder eine Geste. Irgendwas, was dich an irgendwen erinnert. Michael, ich zermarter mir ja schon das Hirn, aber vielleicht die Art und Weise, wie... Es gab da mal einen, der hat seine Frau erstochen aus Eifersucht. Mhm. Und der vermeintlichen Affäre hat einen Satz Sprengstoff geschickt. Das war eine ganz schöne Sauerei. Na, jedenfalls ist das einer, der sich mit Sprengstoff auskennt. Na, wie hieß der? Boah, der hat einen ganz komischen Namen gehabt, warte. Winko. Winko Lampert. Ich check das mal. Darf ich kurz? Und warum sollte er es ausgerechnet auf dich abgesehen haben? Naja, ich habe ihn damals verhaftet. Er scheint ihn ziemlich beeindruckt zu haben. Das war so ein Psycho. Und er hat mir aus dem Knast einige Liebesbriefe geschrieben. Die habe ich natürlich alle ignoriert. Also hast du seine Liebe nicht erwidert? Ja, dann war er beleidigt, hat sich da vielleicht reingesteigert. Und jetzt kriegt er endlich nach Jahren die Aufmerksamkeit, die er immer schon von dir haben wollte. Ich hab's. Dein Winko ist seit mehreren Wochen auf freiem Fuß. Gemeldet in der Lerchenstraße 12. Und Moment. Sehr gut, Tim. Die Adresse liegt im Bereich der Funkzelle, aus der der Notruf kam. Das passt tatsächlich. Ja. Schickst du dem SEK die richtige Adresse? Auf geht's. Viel Glück. Und, habt ihr ihn? Gab's irgendeinen Hinweis? Die Wohnung ist leer, der Verdächtige ist flüchtig. Das ist wohl für dich. Ich hatte keine Zweifel, dass du dich an mich erinnerst. Was für ein Genuss, dass du so eifrig nach mir suchst. Aber ich bin dir immer noch einen Schritt voraus, liebe Daniel. Und es erwartet dich erneut eine Überraschung im Sandkasten hinter dem Haus. Was ist das für ein Psycho? Einer von einer ganz üblen Sorte. Na dann los. Die Wohnung ist leer. Wir verlagern hinter das Haus. Wir sind hinten am Sandkasten angelangt. Soweit alles gesichert. Einheiten bereithalten für mögliche mobile Lage. Das ist ein ganz spezieller Humor, wa? Allerdings.